und herzlich willkommen zum Bussimulator 18. Ja, wir haben wieder eine neue Runde und zwar haben wir jetzt gerade den Hafen freigeschaltet und ich pinne das mal an, wenn das angenommen hat. Ja, wir sollen jetzt eine Strecke mit Siegwalden, Oakville und Port Ember machen. Port Ember, das müsste dann ja, genau, das ist dann hier die neue Zone. Wie heißt denn das hier? Ölhafen? Ölhafen, okay. Dann machen wir natürlich wie immer eine neue Strecke. Starten in Siegwalden. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ach, da oben ist Siegwalden, genau. Starten wir da, machen die zwei Strecken rein, dann über Oakville. Ah, ja, okay, ich sehe schon, das ist natürlich dann oben. Dann würde ich sagen, starten wir. Oh, kannst du das einfach mal löschen? So, starten wir das nämlich genau in die andere Richtung. Dann machen wir zwei Haltestellen von Oakville rein. Ja, und dann müssen wir quasi die komplette Strecke nach Port Ember rüberfahren. Also wer sich diese Strecke hier ausgedacht hat, ich weiß nicht, der gehört sonst wohin verboten. Wir hätten ja auch hier die Strecken mitnehmen können, aber die werde ich jetzt nicht mitnehmen. Sondern wir werden jetzt natürlich sozusagen die einfache Strecke machen. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme sehen konnte, was hier aufgeplöppt ist. So, wir haben jetzt zwei von Siegwalden, zwei von Oakville, einmal von Port Ember. Die speichern wir ab. Dann brauchen wir Fahrer, die mitfahren. Ich bin am Überlegen gewesen, weil wir haben jetzt schon wieder 427.000. Und ich meine, dass wir den neuesten Bus noch nicht geholt hatten, oder? Das sind alles die gleichen. Citaro. So, das heißt mit anderen Worten, der hier, der Urban Way 12 Meter. Das war der letzte, glaube ich, den wir geholt hatten. Genau, dann nehmen wir noch einmal den Citaro G. Passt auch noch gerade rein ins Budget. Nein, nicht verkaufen. Ich wollte eigentlich noch schnell die Werbung da reinhauen, damit wir da mindestens auch ein bisschen Geld für kriegen. So, einmal anwenden. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Geld, aber ist nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, stellen wir aber noch einen Angestellten ein. Boah, dass das immer hier mittendrin hängen muss. So, Bewerbungen. Dann haben wir Geselle, Lehrling, Lehrling. Und ein Profi. Profi ist immer gut, wobei ich die Profis eigentlich lieber auf die großen Strecken setzen würde. Der leitet Ketten-E-Mails immer weiter. Das ist doch löblich. Sowas sollte man tun. Hat drei Söhne, ein Töchterchen, ist noch unterwegs und er weiß, was Peptidylprolylisomerase sind. Gut, wer sowas weiß, den müssen wir natürlich einstellen. Ich habe keine Ahnung, wovon er jetzt gerade spricht. Deswegen machen wir es einfach so. So, die Strecke ist jetzt nicht besonders groß. Die Frage ist jetzt, können wir... Was ist mit der hier? Da verdienen wir auch nicht so viel, ne? In der ersten Strecke würden wir viel verdienen. Da ist jetzt die Frage, da ist auch der Profi drin. Ja, 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 okay. Wir haben schon ganz schön viele Profis mittlerweile, ne? Hier, Frau Schlaumeier ist noch kein Profi, ist noch ein Geselle, aber ansonsten... Ja komm, sonst nehmen wir jetzt den erstmal mit der Fahrt, wo wir jetzt drin sind. 10.000, das hier wird wahrscheinlich nicht so viel werden, aber was soll's. So, nicht Route bearbeiten, sondern den Fahrer setzen wir da einmal rein. Und den Bus, zack. Und wahrscheinlich nehmen wir den dann später mal auf eine große Strecke mit. Ich muss mal gucken, ich denke mal, dass ich dann irgendwo tatsächlich eine ganz große Strecke mal mache und die dann mal offline fahren werde. Ich denke mal, das ist das Einfachste. So, Rundstrecke habe ich nicht an. Das ist für mich immer das Wichtigste. Hallo? Dann geht es los. Nächster Halt, Siegwalden. Siegwalden. Hallo, ihr lieben Siegwalder. Einsteigen, einsteigen, bitte. Guten Tag, die Dame. Ja, natürlich gerne. Ich kann meinen Punkt nur gerade nicht mehr sehen, deswegen klicke ich komplett woanders rein. So.
Sack. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, das ist doch wunderbar. Das machen wir doch gerne. Tagesfahrkarten im Standard, 2 Stück. Danke. Und sie haben es nicht passend. Okay. Eine Fahrkarte bitte. Die rote muss ich noch kontrollieren. Hat noch nicht mal guten Tag gesagt. Also keine Ahnung, was die für Manieren hat hier. So, gerne, gerne. Dann machen wir hier mal zu. Oh nein. Mit Ihnen? Ah. Ich habe sie vergessen. Ja, ja, ja. Mhm. Wer noch nicht mal guten Tag sagt und mich dann versucht zu ignorieren. Falsche Taste. Da wusste ich sofort, ich habe sofort gerochen, dass die das nicht bezahlen wollte. Ich schätze mal, hier ist nochmal 50, oder? So, ich habe wieder viel. Ich bin wieder viel Truck gefahren. Ich merke das schon. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, vernünftig zu steuern mit dem Bus. Oh, ich dachte gerade, da wollte einer über die Straße laufen. Ich war gerade etwas abgelenkt, weil das ist ja ein Spiel, wo man nicht die Passanten umfahren darf. Weil das sehr, 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 sehr teuer wird. Beim Truck sind ja irgendwie gar keine Passanten da, deswegen. Hellblau und ja, die, hab ich auch die Studentin hier vorne. Danke. Gerne. Und die braune. So, Studentin. Wo hab ich denn? Hellblau. Die mit dem braunen Oberteil und hellblau war es, glaube ich. Ach so. Was war denn mit dem Typen? Der hatte eben Fahrkarten geholt, ne? So, warum ist denn da so ein Stau? Oakville, Zentrum. Jo. Wir fahren nach Oakville. Wir lieben diesen Ort. Ich wollte gerade sagen, aber das war aber eine. Ja, das habe ich mitbekommen. Wir kommen nur gerade, glaube ich, nicht mit, wo die Haltestelle ist. Doch hier. Aber es kam kein Hinweis, dass ich da irgendwie reingefahren bin. Also müsste das eigentlich noch geklappt haben. So. Erstmal die Leute rauslassen, bitte. Alle, die nicht festgewachsen sind, einmal raus. Wiedersehen. Arrivederci. Au revoir. Bis dann. Bis dann. Schon wieder laufen sie hier einfach alle rein, um zu bezahlen. So geht das aber nicht. Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Ja, 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 sie sind heute schon der zweite, ja, also. Die Oma ist reingekommen. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, der Typ ist auf jeden Fall noch hier. Den hat man nämlich vorher auch. So, wie komme ich denn jetzt hier rein? Oh, Leute, fahrt doch mal. Die links fahren nicht, die rechts fahren nicht. Wir fahren nicht. Das ist doch asozial hier. Ja, genau. Du hast auch noch nichts davon gehört, dass man Bus vorlässt, oder? Du da, Pfeifenkopf. Wo müssen wir denn hin? Nach links, ne? Ja, Trick 17 funktioniert heute nicht. Normalerweise sind die mal so erschrocken, dass die Fahrer von links und rechts dann plötzlich anhalten. Dann die von meiner Seite aus plötzlich weiterfahren. Die sind dann auch so erschrocken. Huch, ich muss fahren. Vielleicht funktioniert das nur mit langen Routen. Nee, leider auch nicht heute. Vor allem, wieso fährt der nicht? Die biegen doch alle ab. Ist der dumm? Also, das muss man jetzt wirklich nicht verstehen. So, wir drängeln uns hier mal so ein bisschen rein. Sonst hat man ja gar keine Chance, hier durchzukommen. Machen wir natürlich nicht, ne? Wir fahren total nach Fortschritt. Nach Fortschritt vor allen Dingen. Nach Vorschrift. Hallöchen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Lichthupe gebe. Aber ich hup mal kurz. Ich hab's immer wieder vergessen. Ich hab's mir auf den Zettel geschrieben extra und danach direkt wieder vergessen. Ja, so bin ich halt. Aber macht nichts. Hupen geht auch. Guten Morgen, ein wunderschöner Tag heute. Hi. Sieh nicht so eine Fresse, Alter. So, ja, natürlich. Du redest vernünftig mit mir.
dir verkaufe ich doch gerne Karten. Ja, genau das gleiche habe ich auch gerade gesagt. Was für ein Zufall. Das ist so ein schöner Tag. So, Moment, du warst eben schon, ne? Hier du ist bist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Dann zeig doch mal. Das war die Fahrkarte. Ich meinte jetzt eigentlich das Foto. Hier. Nee, du saßt ja schon hier. Wie oft? War klar. Ich weiß nicht, wie oft. Keine wie oft Ahnung. Ich mache jetzt einfach alle nochmal. Der Typ mit dem Bären drauf, den hatte ich zwar schon, aber ist mir jetzt auch egal. Lieber ein- oder zweimal zu viel als zu wenig. Bevor mir da jetzt noch einer entgeht, der mir 120 Euro geben konnte, ne? Ich meine, das ist viel Geld, ne? Gerade für so einen Busfahrer. Schon Schlagloch, aber nicht so direkt auf meiner Seite. Ich glaube, das war gut. Das war gut. Ja, sehr gut. Das hört sich immer so komisch an, wenn ich das Wasser durchfährt. Ja, jetzt müssen wir erstmal eine total überlange Strecke hier fahren. Sind wir mal ganz ehrlich, ich wäre da anders gefahren, aber naja. Wobei, es, da bin ich aber ganz knapp dran vorbei gerade. So, Moment, wir sind hier wieder bei 50. Ich weiß nicht, ob ein Blitzer kommt. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade an einem vorbei oder so. So, ich habe Vorfahrt, Junge, ich bin Bus. Beziehungsweise ich fahre einen Bus. Bin natürlich keiner. Und nein, die haben natürlich nicht immer Vorfahrt. Aber Gameplayerinnen, die haben immer Vorfahrt. Wenn nicht, dann machen sie sich die Vorfahrt. Sag mal, Alter, geht's noch? Wie beschissen fährt der denn bitte? Macht der hier so einen Ruck mitten auf die Straße, während ich hier fahre? Ich glaube, wir müssen... Oh, schaffen wir das noch? Wir sind nicht durch Rot gerade, ne? Wir sind noch durch Knallgelb sind wir gerade noch durch. Bin mir nur nicht sicher, ob wir da jetzt gerade aus... Ich glaube, wir müssen gerade aus und dann rechts, oder? Ich weiß es nicht so genau. Ich fahre nochmal auf die rechte Spur. Ich kann ja auch mittig fahren. Mal gucken, was die dann machen. Wahrscheinlich machen die das dann wie beim Truck. Die fahren dann einfach in mich rein. Da sitzt der Marienkäfer auf dem Knie. Oh, wie cool. Oh, oh, oh. Oh, nee. Ich war noch unter. Oh, oh, oh. Es tut mir leid. Die Strecke ist das. Ich wusste nicht, dass das jetzt hier zusammengeht. Ich war doch etwas abgelenkt von dem Marienkäfer auf dem Knie. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ja, das Thema mit Hans im Glück hatten wir ja schon, ne? Das Glück liegt immer in der Familie. Oder auf dem Rücken der Pferde. Oder vielleicht auch auf dem Rücken der Marienkäfer. Nur nicht bei... Oh, 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 oh. War ich da noch vorbei? Habe ich das Moment. Noch? Moment. Wo ist mein Hut hin? Was ich sagen wollte, oder auf dem Rücken der Marienkäfer, außer bei uns, wenn wir Grounded spielen. Weil wir die Marienkäfer platt machen müssen. Also ich wollte noch nicht. Ich habe mich geweigert bisher. Aber der Epi hat schon welche kaputt gemacht. Oder einen kaputt gemacht, glaube ich. Ich glaube nicht mehrere. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe mittlerweile auch schon... Oh, oh, habe ich noch geschafft, oder? Alter. Hauptsache nicht ins Schlagloch reinfahren. Wo ich dann auskomme, ist egal. Oh. Ja, es ist schon schwierig, da rumzufahren, bin ich ganz ehrlich. So. Hier wieder gucken, dass wir hier nicht den Bürgersteig mitnehmen. Sehr schön. Oh, ich liebe es, so diese Details, ne? Wenn dann so Graffitis kommen. Ja, schlafen ist jetzt nicht mehr. Wir sind gleich da. Ich fahre zwar hier viel zu langsam gerade, aber... Vielleicht wollte sie deswegen schlafen, weil das so einschläfernd ist, weil ich so langsam war. Alter. Hallo? Du musst doch nicht auf die Vorfahrt der anderen bestehen. Fahr! Wir haben noch keine Zeit. Wir sind doch hier im Let's Play.
Zwillingsautos. Und dann kriegen sie es noch nicht mal hin zu fahren. Ja, los. Du auch. Zieh doch einfach mit durch. Alter, das kann doch nicht sein. Ja, jetzt kannst du fahren, oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Wie fährt der? Hallo? Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Wie wurde gerade? Ich kann es immer noch nicht glauben. Nein, gut, wir sind jetzt hier natürlich auch so ein bisschen. Da haben uns da durchgemogelt, ne? Aber ich bin hier vorsichtig durchgefahren und dann dachte er sich, nee, Bus, mich überholst du nicht. Dann fahre ich wie eine gesenkte Sau und dann fahre ich ganz schnell noch durch die Autolücke durch. Och, jetzt fahrt doch einfach, Mann. Sonst bin ich gleich so aggro, dass ich versuche, euch zu überholen. Verstehe auch nicht, warum man hier keine Vorfahrt hat. Man hat hier sogar Vorfahrt. Wieso? Ey. Ernsthaft? Oh. Okay, 20 ist die Grenze. Wir haben es jetzt getestet. So, hier nicht, sondern beim nächsten muss ich rein. Das wäre dann hier. Hier ist alles Vorfahrtstraße. Ja gut, der eine musste links abbiegen, glaube ich. Aber trotzdem. Oh Gott. Übrigens rechts wieder ein Graffiti. Ich liebe Graffitis. Manche machen ja richtige Kunstwerke. Also ich meine jetzt nicht die, die nur ihren Namen machen. So, Hallöchen. Alle aussteigen. Vorhin hat doch noch einer gepiept, dass er hier raus wollte. Was sind das denn hier für Spacken, die mit mir mitfahren? Also ehrlich. Erst sind sie hier am Piepen, dass sie die nächste rausholen? Dann geht hier keiner raus. Und gleich heißt es wieder, oh, das war meine Haltestelle, ich wollte hier raus. Ja, Freundchen, ich kann hier aber nicht auf der Straße anhalten, ne? Das geht nicht. Oh, oh, oh. Jetzt piepst es wieder. Sieht aber cool aus hier. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Perfekt. So, irgendwo direkt nach der Kurve oder in der Kurve muss es jetzt eigentlich kommen. Ah, hier. Ja, mein Gott. Ich weiß doch gar nicht, wo hier die Bushaltestelle ist. Kann ich mich doch nicht jetzt auch noch zusätzlich auf den Bürgersteig hier konzentrieren? Nein, jetzt fahre ich nicht so weit rechts. Was macht denn das Auto hier? Okay, holen wir uns was zu essen. Na, holt euch was zu essen. Kann der Mann raus aus dem Auto. Zackig. Muss er schließlich wissen, wer... Das hört sich so nach Müllabfuhr gerade an hier. Ich kenne dieses Geräusch. Braun, weiß. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay. Tag, Standard. Zack. Danke. Braun, weiß, lila. Okay, sonst will keiner mehr rein. Nicht, dass es wieder heißt, ich habe ja einen stehen lassen oder sowas. Also hier, Passagier. Weiß. Oh nein, ich habe sie verloren. Ja, 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 ja. Nein, was? Braun. Ach so. Braun, hier, weiß, die hatte gerade gekauft. Hier, oder jetzt bitte. Bin ich hier schon total durcheinander. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, ist mir doch egal. Jetzt werde ich hier alle kontrollieren. Ich bin jetzt so durcheinander, dass ich jetzt alle kontrolliere. So. Oh, Gesundheit. Ich hoffe, das wird keine Grippe. Grippe ist immer schlecht. Wenn Grippe zu heftig ist, sind die Nebenhöhlen zu. Dadurch bedingt kann man dann auch Geschmacksverlust bekommen und auch teilweise Geruchsverlust. Das ist immer ein bisschen nervig. Aber gut. Hat man mehrmals im Jahr meistens. Aber nervig ist es trotzdem. Der mischt raus. Abmarsch. Los. Bis dann. Mann, jetzt die Tuse, die vergessen. Achso, die mit dem weißen Oberteil. Haben? Ja, ich muss mal eben gucken. Also der Typ in Lila ist durchgelaufen. Für eine Woche Standard. Danke.
Gerne, gerne. Zweimal lila, orange und Studentin. Was war das gerade für Geräusch? Es hat sich angehört, als ob ich jetzt hier gleich untergehe im Wasser. Klar. Na klar. Hier, bitte. So, Studentin. Wo hab ich denn... Hier. Und du hast das noch nicht, ne? Sie war, glaube ich, die Einzige, die bezahlt hat. Wenn nicht, habe ich jetzt ein Problem. Aber ich meine, es war genau so. So, die lassen mich vor. Sehr schön, Dankeschön. Nächster Halt. Hafen. Verwaltung. Endstation. Ich wollte gerade sagen, und auch noch Endstation. Ne? Rolling, 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 rolling. Wenn man das so nennen kann, mit 14 über Begrenzungshügel drüber. So, Leute, was ist mit euch? Ich wollte gerade sagen, fahrt ihr oder soll ich euch überholen? Weil sonst hätte ich den jetzt überholt. Der hat keinen Blinker aus. Jetzt fährt er doch weiter. Frage ist jetzt nur, ich muss beim nächsten... Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ja, Wochenende ist immer schön. Das heißt für mich zwar trotzdem nicht, dass ich weniger zu tun habe, aber es ist trotzdem schön, finde ich. Es ist halt anders als in der Woche. So, Leute. Frage ist, geht das einigermaßen vernünftig oder muss ich in Kauf nehmen, dass ich eventuell einen Unfall baue, indem ich euch jetzt hier überhole? Ich habe zwar jetzt J gedrückt, aber ist egal. Ich glaube, ich bin noch am H hängen geblieben. So, hier will kein Fußgänger drüber. Du hältst mal schön an. Du siehst, dass hier gerade ein Bus kommt. Perfekt. So. Nächster Halt. Rechts rein. Verwaltung. Endstation. Ja. Bitte alle aussteigen. Die Verwaltung ist immer die Endstation. Bürokram ist immer das Todesurteil. Ja, gerne. Trotz der Widrigkeiten im Straßenverkehr haben wir es dann doch noch geschafft. Tschüss, tschüss. So, ich glaube, sind jetzt alle draußen, oder? Hat zwar jetzt keiner was geschrieben und scheint auch keiner tatsächlich was hinterlassen zu haben. Also Müll, nichts anderes. So, dann schauen wir mal. Nein. Schlagloch hat es nirgendwo gesagt, dass ich irgendwo was überfahren haben sollte. Ich meine, ein, zweimal war es sehr knapp, muss ich zugeben. Aber da stand nirgendwo, dass ich überfahren habe. Wenn, dann war das ein Anzeigefehler. Also meine ich zumindest. Ich habe zumindest nichts gesehen. Kann auch sein, wenn ich so darüber nachdenke, weil ich hier unten meine Zettel aufgebaut habe. Vielleicht habe ich es deswegen nicht gesehen. Ja, der Bordstein, da lasse ich noch mit mir reden. Ich glaube, das habe ich mitbekommen, dass ich da drüber gefahren bin. Aber war wirklich eine Strecke, wo man nicht allzu viel eingenommen hat diesmal. Ich muss echt mal gucken, dass ich mal ein, zwei große Strecken mache. Hallo? Damit ich dann auch die großen gut unterbringen kann. Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Ja, was ein bisschen schade ist. Wieso kann ich eigentlich nicht zoomen? Jetzt kann ich zoomen. Achso, viel mehr geht nicht. Was ein bisschen schade ist, irgendwann haben wir natürlich alle Strecken hier freigeschaltet. Also das ist nicht schade, das ist natürlich gut. Eigentlich müsste man das nutzen, um dann richtig viel Geld zu machen mit den Leuten, die wir eingestellt haben. Weil das sind dann ja auch alles Profis und so. Weil, ne, erwarteter Gewinn, er macht jetzt hier 7.000, also das ist ja lächerlich eigentlich. Ja, und dann dürfte das Spiel wahrscheinlich schon zu Ende sein. Also wenn wir hier alles freigeschaltet haben und theoretischerweise schöne große Strecken hier reinstellen können, sodass wir da gut viel Geld mitbekommen mit unseren Leuten, dann sollte das Spiel zu Ende sein. Hier oben geht es nicht weiter. Ich wüsste auch nicht, ob es da noch ein DLC zu gibt. Ich meine, ich hätte alles davon gekauft. Sonnenstein, Kehrstadt und hier unten sind die, ist der Ölhafen nochmal. Ja, aber trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, was müssen wir denn noch machen? Wir müssen noch einiges machen im Endeffekt. Drei Strecken sollen wir noch machen. Da müssen wir dann, ja, nehmen wir den Fahrer, den wir jetzt gerade haben, würde ich sagen. Und setzen den da rein. Damit wir dann... Achso, alle Bushaltestellen benötigen Level 3. Mm.
Okay. Alle ist natürlich ein bisschen doof. Da müsste ich mich vielleicht doch nochmal dahinter setzen und jetzt unserem Profi hier nochmal so eine große Strecke geben. Ich sehe das jetzt gar nicht. Moment, wo sieht man jetzt das Level der Haltestelle? Ist das jetzt die 3 vorne? 2, 2 müsste eigentlich, ne? Weil die haben ja jetzt noch nicht so oft, obwohl die... Kann eigentlich auch nicht sein. 1 von 2, 0 von 2. Wenn man draufklickt, ist auch nichts anderes drin. Muss ich mich noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Aber ich meine, das müsste, das, was davor steht, müsste eigentlich das Level der Haltestelle sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir die nächste Strecke in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.